Dankeschön für die Follows. Vielen lieben Dank für die Blumen. So, auch da ein zweitgrößeres, also ein mittleres Medium. Findest du das Spiel hammergeil, Leo? Ja, ich auch. Ich auch, muss ich sagen. Also ich zocke das momentan echt mit Abstand am liebsten, weil es einfach irre Laune macht. Muss man einfach mal so sagen können, oder? So, jetzt bauen wir hier einen Tisch hin und hier einen Tisch für die Herstellung von dem Zeug. Und dann baue ich jetzt hier eins. Eins reicht erstmal. Einmal Fleisch reicht. Das werden wir hier noch ein bisschen erweitern. Aber dann können wir zweimal Heilpflanzen zum Medizin herstellen. Das ist schon mal top. Das ist schon mal echt top Deluxe. So, auch hier werden wir hier mal ein bisschen die Verarbeitungsgrenzen erhöhen. Und dann reicht es auch erstmal. Weil wir brauchen hier ganz dringend die Ersatzteile. So, und dann ist jetzt erstmal gut. Sag nie, es läuft, dann ist der Fell umso härter, ja. Zweite Batterie. Ja, langsam. Erstmal eins nach dem anderen. Schau hin, jetzt muss es erstmal alles anlaufen. Wir haben noch kein Landepad, das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns überversorgen mit Menschen, ist erstmal relativ gering. Biodom hat kein Wasser. Das ist jetzt eine saublöde Idee. Das ist eine saublöde Idee, weil das, da können wir nicht warten, das müssen wir machen. Da müssen wir leider hingehen. Wasserextraktor. Oder nein, warte mal, wir probieren es anders. Wir probieren es billiger. Mach's mir billiger. So, wir probieren das billiger. Indem wir jetzt hierher gehen und erstmal so einen Wasserturm setzen. Einfach weil tagsüber, glaube ich, kriegen wir mehr Wasser als nachts. Habe ich mal irgendwie gelesen. Weiß ich nicht. Tom.io. Ja, der auch super, super cooler Kollege. Macht auch sehr viel auf Simulatoren und so weiter. Sehr, sehr cooler Typ. Kann man sich auch mal gönnen. Unbedingt. Er muss expandieren, sonst dreht er durch. Allerdings. Zu schnell, zu viel. Ihr wisst Bescheid. Ihr wisst, ich brauche gar nicht mehr sagen, oder? Ich brauche gar nicht mehr sagen. Jetzt brauche ich aber noch mal kurz ein paar Tomatos. Und Salatos. Einfach, damit wir auch da wieder mal Nahrung dann generieren. Wir haben noch 8 Mahlzeiten. Dann ist aber endgültig Ende im Gelände. Und das schaut nämlich hier ein bisschen schwierig aus mit Essen. Mal gucken. Es muss halten. So, hier die Leitung ist fertig. Hier muss ein Stahl noch her. Und hier haben wir zum Glück endlich das Ding fertig. Das heißt, ein Techniker kriegt das Ding auf die Kette, oder? Ingenieur ist es. Okay, ein Ingenieur. Wassermarsch! Ja, gucken wir mal. Ich hoffe. Ah, ein Fleisch ist auch fertig, tatsächlich. Und zwar Hühnchen. Schöner. Die Retorte. Wenn ihr das Wort Retorte hört, müsst ihr da auch immer an Torten denken. Mir geht das so. Und Borussia, glaube ich, geht's genauso, denn der folgt mit ganz viel Liebe. Und Erland? Der auch. Nicht verhungern, das ist schlecht. Genau, das schadet der Gesundheit. Verhungern schadet der Gesundheit. Ihr Gesundheitsminister der Zwergennation. New Kids, grüße dich. So, Labor hat kein Wasser. Ach komm, echt. Kriegen wir nicht mehr die Retortenhühnchen. Sind die Ressourcen leer? Ja, naja, irgendwann mussten sie leer sein, ne? Bei der Bauweise. Jetzt gucken wir mal, pass auf, ich habe noch eine Idee. Ich hab noch eine Idee, wie wir noch mehr Ressourcen verballern können. Ich weiß, ihr steht da genauso drauf wie ich. Und zwar... So. Weil hier haben wir dann nämlich super kurzen Weg zur Mine. Dann kommen wir zwar hier jetzt nicht mehr weg, aber wir können ja hier weiterbauen. Ja? Haben wir nämlich hier einen zentralen Korridor. Geil. Guten Abend, Actionille. Oh, 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 da kommt's runtergeschwürt. Also wir haben noch 10 Ersatzteile, dann ist auch da Schluss. Wir sollten echt dann jetzt einen kurzen Baustopp, nicht allzu lange, einen kurzen Baustopp machen. Genau, stabile Stromversorgung. Erstmal Batteries, noch mehr Solarpanel, noch mehr Windkrafträder. Und zwar jeweils immer aber mit Plan. Das heißt, ich baue jetzt, bis zu dem Status haben wir jetzt alles Notwendige gebaut, was wir brauchen, um die Kolonie halbwegs am Leben zu halten. Alles, was jetzt kommt, ist sozusagen der Bonus. Was sagt die Abozahl? Ich check mal kurz die Lage. Gucken wir mal schnell. Oh! 65 fehlen noch. Dann haben wir 10.000 Abonnenten auf YouTube. Und das ist so verdammt geil, Freunde. Hammer.
Ich überlege gerade, ob man Raum buchen kann für 10.000 Menschen. Ich glaube, da müssen wir ein Fußballstadion voll machen. Wasser, Wasser, Wasser. Ja, Wasser, Wasser, kommt hier hinten. Kommt Zeit, kommt Rat, Freunde. Aber hier dieser Weg, den finde ich super. Also ich glaube, wenn das fertig ist, dann ist das richtig, richtig heftig gut. Momentan hält der Strom auch die ganze Last, aber das Wasser ist halt gering. Und hier brauchen wir nochmal jemanden, der sich um unser Chicken kümmert. Um unsere Hühnchenfarm. Mehr Wasserextraktor. Ja, einer reicht erstmal, wir produzieren ja tatsächlich mehr. Ja, wir müssen halt bloß einmal diesen Speicher voll machen. Tita, auch dir Dankeschön für dein Follow. Das ist so nett. Nein. Flenderman, die Keys sind nicht an die Abos gebunden. Da gibt es die drei, egal ob heute die 10.000 erreicht sind oder nicht. Das ist das Zwergenversprechen. Hallöchen. Genau, wenn ich fünf... der Speicher ist ja eh voll. Das heißt, das nächste Ding muss ja eh ein Speicher werden. Das ist schon klar. Das sehe ich genauso. Die Pandamütze, die gibt's alle, die ist allerdings an die 10.000 Abos gebunden. Du lachst! Ja, das tue ich. Und du auch, hoffe ich. Dankeschön für deinen Follow. Gasometer, ich versuche... Auch heute noch, ich versuch's, ja, ich sag nicht, dass ich es schaffe, aber ich versuche auch heute noch jeden Kommentar mindestens zu lesen. Zumindest, wenn er mir gefällt, auch zu liken. Und wenn es dann noch klappt, ah, du Scheiße, wenn es dann auch noch klappt, vielleicht auch noch drauf zu antworten. Meistens kommt nicht viel bei rum, aber ich versuche es immerhin. Also Antworten sollte schon noch drin sein. Aber kriege ich halt trotzdem nicht immer hin, muss ich leider sagen. Was mir selber auch nicht ne, ist eine Zeitfrage, klar. So, jetzt hat sich dieses blöde Fenster wieder aktualisiert. Aber wie gesagt, also ich bin da immer noch versucht dran, die Kommentare so weit zu beantworten, wie es halt möglich ist. Aber alle schaffe ich auch nicht mehr. So. Da kam der Finger. Der da. So. Das Wichtigste ist der Versuch. Ja, klar, logisch. Mir wird es auch ehrlich gesagt besser gefallen, wenn ich es könnte. Ja, also wenn ich es wirklich schaffen würde, jeden zu beantworten. Aber ich mache das halt neben der Arbeit sozusagen jetzt hier noch her. Und das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich auch das Abo-Special noch nicht fertig geschnitten und noch nicht mal angefangen aufzunehmen. Ich habe allerdings die Ideen tatsächlich schon da. Der Finger. Neues Lager, ja, wir brauchen erstmal überhaupt ein Lager, würde ich sagen. Aber dazu haben wir momentan zu viel zu tun. Noch mehr Liebe. Ah, das mit der zweiten Schleuse, super. Das gefällt mir jetzt schon. Die Metallverarbeitung, ja, bloß das Problem ist, dazu bräuchte man erstmal mehr Erz, damit das schneller läuft. Und das ist ein bisschen schwierig. Wir könnten es mal kurzzeitig hochpriorisieren. Machen wir mal kurz. Einfach damit mal das, was da ist, wegverarbeitet wird. Schauen wir mal, ob es klappt. Aber das mit der Schleuse hier finde ich eine echt feine Sache. Das sind kurze Wege. Können wir schnell evakuieren, wenn mal was schief läuft. So, und dann hoffe ich, dass nämlich da hinten auch endlich mal was richtig abläuft. Ja, schauen wir mal. Okay, da haben wir jetzt wieder einmal das. Haben wir denn gar nichts mehr? Nee, ne? Bierdom hat kein Wasser, ich weiß. Und das wird auch gleich extrem knapp werden, wenn wir das nicht hinkriegen. Ja, aber das kriegen wir schon. Müsslagerist, du kannst anfangen. Na, aber dann los. Ab ins Space Shuttle und los geht's. In 2 Tagen bist du im Mars. Am Mars, auf dem Mars, um den Mars herum. Okay, wir müssen das Ding hier oben fertig kriegen. Einmal Metall fehlt dafür. Gucken wir mal, wie schaut's da aus. Da ist jetzt wieder eins fertig. Das sollte relativ zügig gehen. Der schnappt sich das Teil auch und geht wohin? Essenvorräte sind gering. Das ist ein Problem. Essen, ich habe das gesehen, Freunde.
Ja, okay, jetzt hat er das fertig. Das heißt, das kann jetzt schon mal gebaut werden. Hier das Sicherheitszentrum, was auch super wichtig ist. Gerade wenn Strahlung oder sowas kommt, müssen wir die Leute reinholen können. Aber das macht unser Baubot ja hoffentlich auch. Und hier oben kommt ja die nächste. Es ist ja nur noch eins. Das fehlt im Endeffekt. Und das können wir jetzt in der Priorisierung erstmal wieder runterdrehen, weil, wichtig, ist ja alles schon fertig. So, Kontrollzentrum mitten in der Basis finde ich auch jetzt wichtig und gut. Und Wasser haben wir tatsächlich jetzt auch gerade genug. Es ist sogar Essen produziert worden. Schauen wir mal, wie die Lage ist. Arbeitet gerade. Ah, es passt. Verhungern ist schlecht. Ja, schade der Gesundheit. Ich weiß, den bringe ich heute den ganzen Abend, glaube ich. So. Mach weiter so. Die Urinschorle. Danke dir. Danke dir. Ja, man versucht. Man versucht den ganzen Tag. Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Ja, gucken wir mal, wo die Reise noch hingeht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wichtigste ist, glaube ich, dass an dem ganzen Projekt ist das Wichtigste, glaube ich, dass man einfach nur Spaß hat an dem, was man tut, oder? Was meint ihr? Gab es schon die Keys? Nope. Shit. Es ist Strom, ein kleines bisschen Problem mit die, weißt du, Strom und so. So, also, nochmal auf ein neues. Das ist scheiße für unser Wachstum hier draußen. Ey, Moment, das Ding ist ja oben fertig. Wo ist denn der Baubord? Die faule Sau. Da oben fährt er. So. Strom ist da. Jetzt haben wir auch das Wasser. Können das zumindest hier zwischenlagern, wenn mal Wasser da ist. Was ja auch nicht immer der Fall ist. So, und jetzt haben wir hier auch endlich mal Krankenbetten. Da müssen wir auf jeden Fall eins zumindest mal reinbauen. Einfach nur, damit wir eins haben. Was? Kannst du die Pop-Ups per App schicken? Pop-Up per App schicken? Dann schicken wir Nachrichten in die Abos. Ach so. Ja, nee, das kann ich nicht. Warte mal, was haben wir denn da? 9937. Das heißt, 63 fehlen aktuell noch. Lager bitte. Ja, immer langsam. Kommt noch. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen auch wieder da vorbereiten. Es fehlt gerade noch ein bisschen von allem. Aber zumindest der Wasserspeicher ist da, auch wenn er jetzt gerade leer läuft. Das heißt, wir müssen unbedingt einen zweiten Aufbereiter bauen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich hatte gehofft, dass wir das hinbekommen ohne, aber kriegen wir leider nicht ganz hin. Ein zweiter Wasserextraktor muss her. Der kostet zum Glück nur eins. Die Verbindung kostet auch eins. Guck mal, kriegen wir die hier irgendwo noch rangeschlossen. So. So, hier haben wir eins. Das heißt, zwei mit zwei Metallen müssten wir es haben. Und dann produzieren wir auch endlich wieder Wasser in rauen Mengen. Und dann geht das nämlich hier auch knalle schnell wieder weiter. Weil das wird nämlich echt eine knappe Kiste hier. Ja, das eine Gemüse wird halt immer ganz schnell weggegessen, ne? Die Stärke ist. Stärke haben wir zum Glück relativ viel, weil wir relativ viel angepflanzt haben. Energiespeicher. Ja, Energiespeicher müssten wir auch einbauen, aber ich will es jetzt nicht überreizen. Eins nach dem anderen. Ich baue jetzt heute wirklich nur ein Gebäude nach dem anderen und gucke immer, wie der Bedarf ist. Mittlerer Extraktor wäre mal ganz schnieke. Ja, ist auch still. Stimmt auch schon wieder. So. Schauen wir mal. So, wie schaut der Wasserspeicher aus? Er lädt sich da... Boah, Alter, schau mal hin. Ja, jetzt können wir nämlich solche Phasen auch kompensieren, was schon mal sehr gut ist, aber das macht mir gerade extrem Sorgen. Wie viel Uhr haben wir? 0 Uhr. Ja, scheiße. Wir bräuchten eigentlich jetzt bis zum Maximum. Ich lasse so lang laufen, wie wir können. Okay, jetzt lasse ich mal kurz Pause machen. Der Speicher füllt sich ja zum Glück auch ein bisschen. Zum Windräder sei Dank, aber der Wind ist halt echt schlecht, ne? 235 Zuschauer, ihr seid ja verrückt! Grüße euch alle. So, jetzt gucken wir mal gerade. So, jetzt gucken wir mal gerade. Wir haben kein Essen mehr. Ah, das ist schwierig. Das ist eine generell eher schwierige Geschichte. So, fahren wir wieder alles hoch. Das wird jetzt sowieso gleich knapp werden. Jetzt haben wir wieder Strom. Wir brauchen einen größeren Energiespeicher. Ich sehe das ein, aber dazu müsste erstmal das hier gebaut werden. Wie schaut es da aus? Ist einer in der Mine hier gerade? Ja, tatsächlich. Und dann läuft das hier hoffentlich auch mal wieder. Ja.
Wie schaut's bei dir aus? Oh. Ja, da wird's kritisch. Ah, wobei, es kommt Essen nach. Es kommt immer wieder Essen nach. Es müsste bloß mal hier ein bisschen mehr laufen. Ja, und die müssten halt generell gewartet werden. Mittleres Windrad und ein mittlerer oder großer Speicher für Strom. Ja, den Speicher müssten wir auf jeden Fall bauen. Will ich aber erst machen, wenn der Wasserspeicher... Wobei, brauchen wir den Wasserspeicher eigentlich überhaupt noch...